Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Selbst auszubilden ist die beste Art für einen Betrieb, sich gute Fachkräfte zu sichern und damit auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ohne Lehrlinge sieht man im wahrsten Sinne des Wortes alt aus. Das sagte mir ein Unternehmer, der seinen betrieblichen Altersdurchschnitt bei 60 Jahren hatte. Danach handelte er und erhielt im vorigen Jahr von der Bundesagentur für Arbeit das Zertifikat für hervorragende Arbeit in der Nachwuchsförderung. Als Politiker im Bildungsbereich wünscht man sich natürlich solche vorbildlichen Ausbildungsbetriebe und Erfolgsgeschichten. Die Realität sieht jedoch nicht immer ganz so positiv aus. Im Mittelstand sind viele Branchen vom Fachkräftemangel betroffen, allerdings regional sehr unterschiedlich, und das möchte ich noch mal betonen. Sinkende Schulabgängerzahlen und die unausgewogene Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien in Richtung Studiengänge führen leider dazu, dass viele Schüler und Schülerinnen die gute Einkommens- und Karriereperspektiven, die ihnen das duale Ausbildungssystem bietet, nicht richtig einschätzen können. Es ist beunruhigend, dass mittlerweile nur noch 12% der Kleinstbetriebe ausbilden. Besetzungsprobleme ergeben sich vor allem durch regionale berufsspezifische Unterschiede beim Angebot und der Nachfrage dualer Ausbildungsstellen. Einerseits fehlen die Bewerber, andererseits sind die kleinen Betriebe nicht in der Lage, ebenso viel Zeit und Kraft in eine Ausbildung zu investieren wie größere Unternehmen. Sie müssen viel Geld in eine Ausbildung investieren und sind deshalb bemüht, dass junge Menschen fester Bestandteil des Unternehmens bleiben. Das ist ein wichtiger Vorteil, den das Studium nicht bieten kann. Die Bundesregierung unterstützt mit soliden Maßnahmen wie mit der assistierten Ausbildung, dem Programm Jobstarter Plus oder auch die Förderung überbetrieblicher Bildungsstätten, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen. Um die berufliche Bildung zusätzlich zu stärken, wurde die Allianz für Aus- und Weiterbildung als gemeinsame Handlungsplattform geschaffen. Wenn Sie den Bericht richtig lesen, können Sie hier zahlreiche Maßnahmen feststellen, wo die Allianz bereits gewirkt hat. Meine Damen und Herren, Kompetenzvermittlung muss bereits in der Schule beginnen. Dies machte mir ein Beispiel in einer Logistikmesse deutlich. Die Anforderungen, hochmoderne und millionenteure technische Geräte, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Maschinen, Busse und so weiter, zu bedienen, erfüllen nur noch wenige Bewerber. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge sehen. Auch Betriebe anderer Branchen sind mit dem Dilemma der mangelnden Ausbildungseignung junger Menschen konfrontiert. Und wenn sie rausgehen, werden sie dieses Argument immer wieder hören. Es ist deshalb umso notwendiger, Berufsorientierung endlich an allen Schulformen, speziell auch an unserem Gymnasium, durchzusetzen. Da wir im Bund nicht über schulische Inhalte und Lehrpläne zu befinden haben, ist meine Forderung nun an die Bildungsminister der Länder: Die Berufsorientierung muss in allen Schulformen verpflichtend und im Lehrplan verankert werden. Was wir brauchen, ist eine solide, langfristige und auf Praxis angelegte Berufsorientierung. Da sind auch Maßnahmen wie ehemaliger polytechnischer Unterricht kein alter Hut, sondern praxistauglich. Es ist wichtig, die beteiligten Akteure, Schüler und Lehrer, mehr in die Veränderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes einzubeziehen. Die Herausbildung von Schlüsselkompetenzen, die Überprüfung der Ausbildungsreife und die Förderung praktischer Fähigkeiten dürfen dabei nicht wegfallen. Ich empfehle, dass wir die Agenturen für Arbeit und damit die Fachleute auf dem Bereich der Berufsberatung mehr von bürokratischer Arbeit entlasten, damit sie regelmäßig vor Ort, also an den Schulen, tätig werden können. Das ist sowohl für Schüler als auch Lehrer, die sich im Angebotsdschungel orientieren sollen, hilfreich. Meine Damen und Herren, im Antrag vom Bündnis 90 Die Grünen verwundert mich die Aussage, wir hätten politisch nicht gehandelt und nur kleine Schritte gemacht. Natürlich ist man der Opposition angehalten, Kritik zu üben. Tatsache sollte man aber zur Kenntnis nehmen und die Schwerpunkte der Bundesregierung im Jahr 2016 noch mal aufmerksam lesen. Ich glaube, Sie wollen einfach nicht begreifen, dass viele Aufgaben, die Sie gern hätten, wir aber in der Bildung nicht zuständig sind. Bildungspolitik ist nur dann erfolgreich, wenn jeder einzelne politische Ebene ihren Beitrag leistet. Wir haben viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. Man muss ihnen auch Zeit geben, zu wirken. Verehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ich habe heute nach 3 Legislaturperioden die letzte Rede in diesem Hohen Haus gehalten. Ich verlasse freiwillig die politische Bühne und bin dankbar, dass ich in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus, Bildung und Forschung arbeiten durfte und einiges für mein Bundesland Sachsen-Anhalt und den Wahlkreis 74 erreichen konnte. Dankbar bin ich auch Ihnen, Frau Ministerin, den Staatssekretären, Referenten, allen Mitgliedern des Ausschusses für die stets kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Heller. Als nächstes spricht der Kollege Oliver Kaczmarek von der SPD-Fraktion.